Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Joi, und damit herzlich willkommen zu The Last Legacy. Wir sind DLC oder Add-on oder was weiß ich für Uncharted. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Lost Legacy ist. Noch keine Idee, man spielt ja hier die Damen von Uncharted 4. Also Nathan und Co. sind alle irgendwie nicht da. Jetzt mal gucken, worum es hier geht. Muss auf diesem Laster sein, bevor crazy Foto fährt. Machen. Okay, auf den Laster. Also, dein Ganesha. Ernsthaft, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Fotos auf dem Handy, okay. So, also können hier irgendwie scheinbar Fotos machen überall. Boah, wie komme ich da runter jetzt? Wo denn, wo denn? Ah, durch den Laden nicht, ne? Also, nochmal kurz gucken. Ah, der Laster ist gleich weg. Oh nein! So, wir hätten Vorschlag. Hier hinten lang. An den Typen vorbei und dann weiter, oder was? Durch die Menge? Ja, das geht. Oh, sorry. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Klein. Okay, also da unten ist er. Mal gucken. Ich habe keine. Eigentlich habe ich Zeit, ne? Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Okay, aber wir können auch nicht rein, weil wir wollen ja eigentlich auf den Laster, ne? So, dazu müssen wir einmal hier quer durch den Markt, scheinbar. Da können wir natürlich schon abbiegen, aber ich gucke trotzdem hier noch mal ein bisschen rum.
Und die Kleine kommt immer hinterher, ne? So, es jetzt hau ab. Ich darf über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Ich es darf das. Aber du musst jetzt wirklich oh, gehen. Oh, der Laster fährt. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Nicht jetzt. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Yeah. Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Oh. Puh. Sir, ich, Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren einsessen und ich finde ihn nicht mehr. Okay, lenkt ihn ab, sehr gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist top, top. Okay, geschafft. Oh, mit Panzern. Tschüss. Online drauf. Okay, wir sind da mitten in so einem. Was ist denn das hier? Ghetto? Okay, rote Tür. Das ist sie. Rote Tür, Tonne, irgendwelche Blümchen an der Seite, blaues Plastikding, Lampe finden wir. Zwei Laternen an der Seite. Okidoki. Blättern. Hm, cool. Okay. Besser als nichts. Der Aufstand. Okay, dann lass mal gucken. Los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Alles easy peasy, genau. Bisschen rumgucken hier. Okay, rote Tür. Ups. Teilweise hier mit Erdbeben oder was? Ja, so ein kleines Beben, würde ich mal sagen. So, rote Tür. Oh, oh. Bauen die ab? Ja. Genau. Oh, 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 oh. Kann ich hier vorbei? Ohne Ärger? Oh, shit. Verdammte Spione. Was? Nein! Halt's Maul! Bitte! Ja, kann ich vorbei, nein, ne? Oder? Ja. Ich bin unschuldig! Das schwöre ich! In den Laster, los! Wenn er sich bewegt, er schießt dich. Alter, wo ist denn hier eine rote Tür? Kontrollpunkt. Okay, am Kontrollpunkt komme ich da einfach irgendwie vorbei. Auto klauen, einfach durchfahren. Nein. Ich habe wohl keine Wahl. Okay, man muss durch. Okay, okay. Dann gehen wir durch. Hallo. Hey, Moment. Ah, war ja klar. Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hm. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Geht dich nix an, Mann. Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst so, mit. So, geh mal rein. An die Waffe. Fröhlchen. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Genau. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Schuschu. Okay, wir sind zum mal schon mal ein Stückchen weiter. Wir haben Glück, dass ich woanders hin muss. Ja, okay. Die haben alle
irgendwie ab, ne? Ich will ruhig nochmal hier gucken, weil ich habe keine Ahnung, ob man was sammeln kann, ob man... Ah, hier schon irgendwie... Rote Tür. Da drüben ist die rote Tür. Sehr schön, kann man aber so nicht direkt hingehen, war ja auch klar. Da ist zu. Also wir können hier nur lang. Machen wir das einfach so. Ja. Okay. Jetzt irgendwie abbiegen geht es. Nö, ne? Kann man nicht. Doch. Aber warte mal, wenn ich hier noch hätte weitergehen können. Was ist das für eine geile Tür da? Das ist schöne. Schöne Türgriffe, aber es geht dann doch hier unten durch. Okay, also, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss halt einfach straight zur roten Tür gehen, ne? Und dann ist gut. Ich rauche. So nicht zu gebrauchen. Wenn ich sie verkaufen kann, will ich. Na, kommt er hier rüber? Knuff. Okay. So, und wir wollen aber rüber, ne? Knack. Das hätten wir. Ja. Okidoki. Klöter. Das war nicht so gut, war ich das? Ah ne, die da drüben machen irgendeinen Quatsch. Wow. Okay, soll ich es einfach mal riskieren? Ich kann doch hier rumlaufen und dann da rein, oder? Geht das? Ja, ist vielleicht ein bisschen sicherer, um das zu sehen. Sind noch welche. Shit. Heute Nacht geht's los? Kann's kaum erwarten. Hab genug von diesem Drehen. Nein, Asaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokosarak? Vielleicht. Super Timing. Was ist sie dir wert? Meine ewige Dankbarkeit. Nicht gut. Ja. Okay, offen und rein. Sehr gut. Puh, ja. Schau auf damals. Pink Rooftop, Lotus. Okay. Was soll das heißen? Man weiß es nicht. Lass mal hier gucken. Also hinter uns die Tür. Okay, gehen wir erstmal runter. Ups. Können wir wahrscheinlich auch durchs Wasser unten, oder? Aber das hier war eine wichtige Fest. Wir müssen durchs Wasser. Okay, da unten geht's halt eigentlich weiter. Mal eben kurz zurück, weil es ging ja hier hinten irgendwie auch lang, oder? Ja. Das geht auch vorbei. Je eher, desto besser. Hier können wir auch rauf. Gut, hilfreich ist das erstmal nicht. Doch, vielleicht hier rauf. Okay, mal gucken. Rooftop. Okay, und wir vielleicht da hinten. Oh. Wann kämpfen wir gegen die Tyrannen? Hätten wir auch lang gehen können. Okay, da. Wow. Mehrere, die hier Patrouille laufen, oder? Das war jetzt shit. Mal abwarten. Ah, doch.
Knack. So, kann ich seine Taschenlampe nehmen? Nee. So, und der andere, da müsste man doch eigentlich hier jetzt... Oh nein, nicht rüber. Wir sind hier seit Wochen. Wann geht es weiter? Nun gut, das hat gerade mal so geklappt. Ich wollte mich eigentlich hinter der Wand verstecken, aber es hat nicht so gut geklappt. Okay, gut. Also Rooftop heißt ja erstmal raufgehen, aber wir wollen ja mal gucken. Da ist ja noch einer hier. Ja, da kommt er. Was macht der? Der geht ja einfach nur hin und her und guckt in die Schränke rein, ne? Bisschen blöd, der Typ. Ich riskier's mal. Knick, knack, kaputt. Weiter geht's. Ist jemand? Nein? Nein? Scheinbar nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich kann hier irgendwas Schönes einsacken. Aber sieht nicht so aus, ne? Okay, komm, also, dann gehen wir... Ja, mal hier hinten weiter und gucken, ob wir raufkommen, ne? Hier nicht. Boah, zu dunkel, okay. Also ich laufe einfach hier hinten weiter. Geht's hier rauf? Nee. Okay, steht die ganz andere Richtung. Achso, kann ich da vielleicht Licht anmachen? Nee, ne? Das wäre zu schön. Nö. So, also. Da kamen wir her, hier lang. Und einfach die Treppe hoch. Das wird wahrscheinlich Rooftop werden. Okay, okay. Here we are. Pink Lotus. Okay, Pink ist da hinten. Würde ich mal sagen. Trotzdem mal kurz rumgucken hier auf dem Dach. Okay, da hinten die Leiter hoch. Pink Lotus. Alter! What the fish? Die indische Armee meint es ernst. Okay, das ist einfach nur ein Dach. Nee, ist nicht nur ein Dach. Schling. Okay, müsste sich notwendigerweise alles angucken. Gut, aber hier geht es dann die Leiter hoch, würde ich sagen. Ne? Pink Lotus, das kann ja nur das hier sein. Lotusblüte, zack. Und rauf. Ah, muss ich irgendwie hinkrabbeln oder was? Habe ich mir anders vorgestellt. Tja. Forget the roof, okay, ein bisschen zu spät. Ach du Schande. Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Alter, haut ab, ihr Vögelchen. Chaka. Jetzt hab ich dich. Keinen Kopf. Ah. Zu spät. Ja, was heißt zu spät? Du hast gesagt, wir sind auf, aufs Rooftop. Upsi. Haltet sie auf! Okay, weg. Weg, ihr boxt. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich.
Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Wie kommen wir da rein? Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag, niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Infiltration machen wir natürlich erst später. Ne? Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir irgendwann später. Also, mehr dann beim nächsten Mal, okay? Also, mach's gut. Ciao.